Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Und in der letzten Folge haben wir die radioaktiven Slime entdeckt und direkt mal eingefächert, wie das klingt. Richtig böse. Ich bin ein böser Mensch. Ich sperre Tiere ein. Ja, und ich weiß gerade nicht, was ich jetzt irgendwie machen kann. Also ich könnte natürlich hier ein paar Grotto-Slimes entwickeln, aber erstmal ein bisschen Geld farmen. Geldi. Das schmeckt. Ich wollte gerade irgendeinen Reim machen, aber dann habe ich es verkackt. Ich hätte halt gerne noch mehr Platz. So 70 Stück da so mit reinzunehmen. Das wäre schön. Aber darf ich leider nicht. Ich hätte gerne überall so eine Plot-Verkaufungsstation. Was ist denn bitte eine Plot-Verkaufungsstation? Deutsch gelernt auf jeden Fall. So, erstmal den ganzen Scheiß verkauft. Und wir werden jetzt einfach alles hier rausnehmen, was die hier haben. Und dann werden wir das direkt verkaufen. Alles verkaufen. Okay, die haben hier nichts mehr. Das wird nämlich eine Menge Kohle ausbringen. Ach, Digga. Ist schon wieder noch was übrig. Pofro brauche ich nicht. So. Oh, ich will. Oh mein Gott, ihr seid ja voll hungrig, aber ich kann halt nichts machen, wenn da kein Essen rauskommt. Okay, ihr habt auch nichts gemacht. Ihr habt wahrscheinlich. Doch, ihr habt einen Plot. Das ist doch nicht schlecht. Ja, müsst ihr halt warten. Ihr hier in der Höhle. Ich kann halt nicht. Es geht halt nicht so schnell. Was soll ich denn machen? Ich kann nicht alles zaubern. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja. Ich entschuldige mich dafür. Aber es geht halt nicht so schnell. Dann bauen wir hier nochmal einen fruchtbaren Boden. Und da hinten auch. Stimmt, hier ist ja gar nichts. Guck mal, hier sind ja gar keine Upgrades. Das geht ja mal wieder gar nicht. Schon besser. Dann haben wir ja eine Menge an News gemacht. Und dann will ich hier bei 7Z Belohnungsklapp nochmal was gönnen. Und zwar. Achso, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, ich Idiot. Ah, ja, yeah, nee, dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir schlafen. Und ich schneide mal so viel, bis ich ja alle Plots gesammelt habe und sie auch verkauft habe. Bis gleich. So, ihr seht schon hier eine schöne bunte Auswahl: Pink, ja, so braun. Was schwarz und dann noch so schön, ja, helllila mit so gelb und dann noch so ganz grün. Das wird jetzt eine Menge Kohle geben. Boah, guckt euch das an. Oh, steht auf 5000. Warte, hier noch den Rest. Nein. Damit kaufen wir uns erstmal die neuen Upgrades, die hier kommen sind. Und zwar, einmal haben wir hier Energiemodul. Nice. Und Tankbooster. Ganz wichtig, MK3 Tankbooster. Und wir haben immer noch genug Geld, um uns ein neues Upgrade für das 7Z Belohnungsklapp zu gönnen. Let's go. Hat sich jetzt hier was verändert in der Farm? Ich sehe es jetzt nicht. Hat sich irgendwas hier verändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier bei dem Gebiet. Es verändert sich auch in den anderen Gebieten. Sowas. Ja, ich glaube, irgendwas hat sich hier geändert. Egal. Apropos noch was kaufen. Wir werden nämlich hier noch das Gebiet kaufen. Und darauf habe ich auch noch Lust. Zack. Der Wildwuchs. Der Ranch, ganz eigene Wildnis. Okay, war das richtiges Deutsch eigentlich? Egal. Ja, aber hier können wir noch mehr Gehege und was weiß ich noch hier rauf machen. Bisher haben wir ja auch nur Gehege und Gartens gemacht, aber es gibt ja noch mehr zu holen. Aber jetzt haben wir hier ein neues Gebiet, was zum Entdecken ist. Das finde ich immer toll. Ja, da kommt ihr raus. Da kommt ihr raus. Das sind alles Flüchtlinge. Was? Was? Ich habe nichts gesagt. Das
Hast du dieses Gebiet schon entdeckt? Ja, tatsächlich. Ich brauche nicht noch extra einen Kartenteil. Das finde ich schön. Gibt es hier noch was Neues, oder? Kennen wir die alle schon? Also, Steinhuhn kenne ich auch schon. Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Secrets dann. Da ist wieder ein Gordoslein. Mal gucken, ob ich Hühner finde. Aber jetzt glaube ich erstmal nicht. Ich möchte eigentlich den Gordoslime in der anderen Region. Der braucht ja Dingens, der braucht ja Herzrüben. Und zwar in der, in dieser Region haben wir nicht einen Gordoslime. Der braucht nämlich auch ein bisschen Gemüse. Ein bisschen lecker Gemüse. Oh, ich würde glaube ich nochmal schlafen gehen, um mir nochmal ein paar Herzrüben zu gönnen. Weil, ich weiß nicht, ich glaube 15 reichen da noch nicht. Ich würde erst bei so 25, 20, da würde ich erstmal mich losmachen. Aber jetzt weiß ich noch nicht. Deswegen gönnen wir uns hier nochmal ein bisschen. Ja, guck mal. Packen wir mal so 7 da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, das waren mehr als 7, aber egal. So, gibt es nicht einen kürzeren Weg? Nee, okay, dann gehen wir hier lang. Egal, dann gehen wir jetzt hier einmal den Standardweg, aber das ist ja nicht schwer. Einfach nur hier lang gehen. Ich schneide das jetzt übrigens nicht raus, weil sonst wird die Folge viel zu kurz. Will ich nicht haben. Warum rede ich eigentlich so merkwürdig? Naja, wir müssen hier in die Höhle reingehen. Ach übrigens, was ich eigentlich noch sagen wollte ist, falls gerade nicht so viele Videos kommen, das liegt daran, dass ich gerade an einem Projekt arbeite, das wahrscheinlich in einer Woche fertig ist und dann werdet ihr das auch zu sehen bekommen. In Klammern, letztes Jahr gab es so eine Art Games-Sünden-Video, das ist so ein bisschen ähnlich. Okay, jetzt habe ich viel zu viel verraten. So, wir müssen, glaube ich, hier rein. Und dann ist hier eine Höhle und dann ist der Gordoslime. Ja, ich bin so klug. Nein, es reicht nicht. Willst du mich verarschen? Ach, Mann. Aber er wackelt, er wackelt. Mehr braucht er ja nicht mehr. Boah, liegen vielleicht noch irgendwo hier Herzrüben. No! I will Herzrüben. Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mir fehlen doch nicht viele. Ach, verdammt nochmal. Verdammte Kiste. Shit, ich muss jetzt nochmal zurück und mir ein paar Herzrüben gönnen. Aber wir sehen uns gleich. Gut, meine Kleinen, ich habe nochmal einen Tag geschlafen, um ein paar Herzrüben zu haben. Und ich glaube, der braucht... Ja, nur 3. Nur 3 braucht er. Und es ist ein Portal. Zur Ranch wieder. Jawohl. Ein Shortcut, das ist toll. Ah, lol. Jetzt können wir immer wieder hier hinreißen. Okay, das ist ein geiler Shortcut. Das ist ein geiler Shortcut. Das muss ich ehrlich sagen. Ich mag diesen Shortcut. Den mag ich wirklich, weil jetzt kann ich erstmal... Oh Gott, hier sind ein paar Orca-Orcas. Vergammelt geworden. Ist vergammelt geworden, die richtige, das richtige Deutsch. Weiß ich nicht. Guck mal, hier können wir gleich alles reinballern. Weil dann sind die schon mal richtig voll mit dem Zeug und haben noch Rest für diesen nächsten Tag und den nächsten Tag und dann den nächsten Tag und was weiß ich noch. So, gib mal hier die Ocker-Ockers her. Ocker-Ocker. Die Ocker-Ockers. Währenddessen ich noch ein bisschen verstrahlt werde. Und dann hier noch die geilen. Wirklich die geilen. Quaderbeeren. Oh nein, manche sind noch fast verschimmelt. Von den Verschimmelten will ich nichts davon essen. Naja, sie sind ja jetzt eh weg. Habe ich entsorgt. Ich habe noch extra so ein Entsorgungs. Ja, Feature in meinen Staubsauger. Kommt mal runter jetzt hier. Gib
gebe euch doch richtig viel jetzt hier. Oh mein Gott, ey, die haben richtig viel bekommen. So, hier euch noch alle füttern. Zack. Dann die, lilanen noch. Boah, guckt euch mal an, was für eine Menge hier kommt. Ich habe nur 2 Tage lang habe ich übersprungen. Und direkt hier so eine Menge. Ey, ist das krass. Guckt euch das doch an. What the fuck? 25, 26, 27 von den Dingern. Ja, die Krokofrüchte, die findet man ja sehr schnell und bekommt man auch sehr viele. Deswegen, seht ihr. Das sind richtig viele. Also ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich am nächsten Tag wieder alle füttern muss. Denn die haben noch richtig viel auf Lager. Okay. Dann, ja. Dann ist es ja schon mal geil. Und ich hole mir wieder das ganze Geld und wir sehen uns gleich wieder. Guckt euch mal die Menge vom Geld an. 6250 News. Bam! Und bam! Geil! Ich habe jetzt ein Boden-Upgrade gemacht, aber... Obwohl, doch hier, die Schilder. Das hat sich geändert. Aber der Boden... sieht irgendwie immer noch gleich aus. Naja, und das Geile ist, wenn ich jetzt nämlich hier, glaube, auf... Nee, Quatsch. Wo war das? Hier. Und dann kann ich die Farben nicht nur von meiner Ranch ändern. Hier, einmal von der Ranch. Sondern auch von meinem Staubsauger. Und dann sieht das schon mal richtig, richtig geil aus. Ich meine, schön blau mit weiß. Das ist schon echt schick. Also, muss man ehrlich sagen. Vielleicht sieht sie hier hinten ein bisschen anders aus. Warte mal, können wir mal kurz gucken. Ah, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Vielleicht beim anderen Gebiet, aber man weiß nicht. Vielleicht beim anderen Gebiet. Man weiß es nicht. Wir können ja einmal gucken. Mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Naja, auch nicht wirklich was, aber okay. Dann halt nicht. wir können ja jetzt mal nachschauen. Weil ich weiß, es gibt ja hier eine Insel. Da. Und ich weiß sogar, ich weiß so viele schon, ich weiß sogar, welchen Gordoslime oder wo der Gordoslime ist, den wir brauchen, um das Portal für die Insel zu brauchen. Der ist nämlich ganz am Rande. Ich glaube, wir haben den sogar schon mal gefunden, ne? So, einmal hier rein. Gut, dass dieses Portal jetzt da ist. Und da müssen wir nämlich jetzt hier lang. Okay, ihr kennt den Weg. Hier lang und dann durch diese Oase. Wo diese geilen Wasserslimes sind, die wir uns auch natürlich mal holen. Doch, keine Ahnung. Ich habe die jetzt bisher noch nie geholt. Ich hatte jetzt auch nicht die Interesse, mir die zu holen. Vielleicht irgendwann mal. So, und dann hier hinten müsste ein Gordoslime sein. Ja. Oh nee, wieder so einer. Oh, okay, wir müssen wieder die Herz rüben. Okay, wir brauchen so etwa 28, sag ich mal, 28 Herz rüben. Das müsste klappen. Ja, kommt man darüber eigentlich? Ist ja eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt sterbe, dann setze ich sozusagen 2 Tage nur aus. Also probieren wir es einfach. Und es hat tatsächlich geklappt. Wo führt mich dieser Weg? LOL! Wieder zu einem Gordoslime und zwar zu einem radioaktiven Gordoslime. Hätte ich mal nicht die ganzen Ockers verschwendet, dann hätte ich dich genommen. Und dann hättest du alle meine Ockers nehmen können. Oh, die Mucke, die ist so geil. Okay, was war das für ein Stimmbruch? Naja, ich hole mal die ganzen... Herzlich. Bis gleich und wir sehen uns dort zum Gordoslime. Ich habe sogar für 2 Gordoslimes Essen. Einmal für dich. Und
Und da ist er geplatzt. Ich hab kurz einen Grotto-Slime nachgemacht. Oh, oh, Gold-Slime. Werde reich oder stirb beim Schleimen. Jawohl, ich hab einen Goldplot. Warum schrei ich so? Aber, oh, oh, ich bin so fröhlich. Obwohl hier gerade alles Chaos... ja, ein Chaos bricht. Oh, bitte schaff das. Ich will jetzt nicht noch sterben. Oh mein Gott, gerade noch so. Gerade noch so, ja, ja, ja. So, die Ocker Ockers. Do you will the Ocker Ockers? Oh nein, seine Radius wird ja immer größer. Fuck. Oh mein Gott, zum Glück reicht es. Puh, das war knapp. So, er hat wahrscheinlich einen Schlüssel, ja. Dankeschön. Oh mein Gott, oh, wie knapp das war. Hilfe. Okay, scheiß mal auf die Ocker Ockers und die Herzrüben. Ich leg die jetzt einfach hier hin. Dann den krassesten Jump der Welt muss das jetzt sein. Aber ich muss ehrlich sagen, man kommt in diesem Spiel viel zu schnell voran. Ich meine, wir sind jetzt erst bei Part 8 oder so. Und ich habe jetzt schon einen ziemlich krassen Fortschritt. Es ist ein bisschen zu schnell. Oh Gott, ich war fast runtergefallen. Einmal rein hier. Das ist die neue Insel. Finden wir auch hier neue Slimes? Das wäre mega. Das wäre mega, mega niesig. Oh, oh, ja. Kristallslimes. Es ist so klar wie glitzernde, transparente Felsen, dass diese Slimes gefährlich sind. Sind so ein bisschen wie die Felsslimes, nur halt jetzt in Kristallform. Boah. Weißt du, mit was wir sie kombinieren? Mit den radioaktiven Slimes natürlich. Und hier oben haben wir auch noch ein Gordoslime. Wir werden natürlich alle Gordoslimes voll fressen lassen, alle füttern. Ist ja klar. Was mögen die denn an Essen? Die mögen die verzwickte Zwiebel. Die verzwickte Zwiebel. Wer kennt sie nicht? Da, nee, das sind die Ocker Ockers. Ich habe die gerade verwechselt. Ja, und dann gehe ich einmal zurück zum Hauptquartier, verkaufe den Goldplot und machen wir die Kristallslimes da rein. Warte, warte. Aber bevor wir die Kristallslimes da reinmachen, will ich noch ein Foto machen. Warte, warte, warte. Ach, die halten immer nicht still. Halt doch bitte still. Boah, Dicker! Bleib stehen. Du, ja. Viel Spaß im Tod. Halt bitte still. Hör auf, dich zu drehen. Ja. Ja, so hier. So, perfekt. Gut, bis gleich. Back to home, sage ich dazu nur. Und die radioaktiven Slimes freuen sich bestimmt, wenn sie ein paar Freunde bekommen. Nur dafür müssen sie sich aber erstmal selbst füttern. Oh, ich darf sie nicht so hinstellen. Damit sie sich paaren können und damit die anderen Slimes auch Essen bekommen. Ach, die essen auch die Ocker Ockers. Ja, stimmt. Macht ja auch Sinn. Das ist ja auch ein Gemüse. Gut. Euch werde ich dann in der nächsten Folge alle füttern. Woher? Euch gebe ich noch was zu essen. Weil hier sind richtig viele Quader dabei. Ich will nicht, dass die alle ablaufen. Und damit ihr noch Restvorrat habt. So, alles rein hier. Fütter, 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 fütter. Ja. Schön. Alles reinstopfen. Meine Güte, ist das viel. Okay. Ich hoffe, man kann die Goldslimes dann auch noch so in eine Farm packen. Boah, dann kriege ich mal richtig viel Geld. Okay. Der bringt jetzt gerade 233. Das ist für einen Plot natürlich nicht viel, ist ja klar. Aber für, wenn du so bis 30 Plots bekommst pro Tag, dann ist das schon echt ein krasser Verdienst. Muss man ehrlich sagen. Okay, Leute. Aber dann würde ich hier den Part beenden. Wir haben richtig viel erreicht. Wir haben ein paar Upgrades gemacht bei 7C Corporation Club. Wir haben die Crystal Slimes. Hallo. Und wir haben jetzt noch einen Schlüssel, wo wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich ein neues Gebiet dann holen und dann entdecken. Ja,
Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.